Und sie hatten schon ja vor 6, 7 Jahren darauf hingewiesen, dass unter diesen Flüchtlingen auch solche terroristischen Kämpfer sein könnten oder sein würden. Wie bewerten Sie das heute? Also ich hatte es 2015 gesagt und wiederholt danach, dass unter den nach Deutschland gekommenen, aus der arabischen Welt stammenden Flüchtlingen auch Terroristen sind. Punkt. Ja, sind. Liebe Zuschauer, liebe Freunde der Werteunion, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Ich freue mich heute einmal mehr, Herrn Dr. Hans-Georg Maaßen bei mir begrüßen zu dürfen. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Maaßen. Ja, guten Tag, lieber Herr Reinhardt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Dr. Maaßen, am 7. Oktober gab es einen Großangriff der Hamas auf Israel. Die Hamas drang tief nach Israel ein. Sie haben über 1300 Menschen ermordet. Sie haben viele Menschen verschleppt, gefangen genommen und in den Gazastreifen gebracht. Wie ist es aus Ihrer Sicht möglich, als ehemaliger Präsident des Verfassungsschutzes, dass die israelischen Geheimdienste von diesem Angriff im Vorfeld nichts mitbekommen haben sollen? Das ist eine ausgezeichnete Frage, Herr Reinhardt. Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen auch mit meinen Freunden den Kopf zerbrochen, wie das passieren konnte. Ich war am Gazastreifen gewesen. Die israelischen Freunde haben mir die Grenzanlagen gezeigt. Ich hatte mit dem Militär gesprochen, alles vor dem Konflikt. Kenne auch den Inlandsdienst, den Schabak, ziemlich gut, mit dem ich früher sehr gut zusammengearbeitet hatte. Auch Mossad, Schabak ist zuständig für den Gazastreifen. Und mein Eindruck war eigentlich, dass die israelischen Dienste, wenn in Gaza eine Stecknadel fällt, das mitbekommen, bevor sie aufschlägt. Umso mehr war ich schockiert, das zu hören. Es kann mehrere Begründungsansätze dafür geben. Der jetzige Chef des Schabak, Bahr, hat sich ja auch öffentlich entschuldigt für das völlige Versagen des Dienstes, ohne allerdings Gründe zu nennen. Es gibt mehrere Begründungsansätze. Der eine ist, Schabak hatte Informationen gehabt, aber wie so oft es bei Informationen ist, die sind nicht als Hard Facts angesehen worden. Wissen Sie, es gibt viel Geraune, viele Hinweise, viele Gerüchte, und im Nachrichtendienst werden die dann klassifiziert. Ist die Quelle regelmäßig zuverlässig oder ist das eine noch nie erprobte Quelle, die die Informationen gegeben hat? Das ist der eine Maßstab, und der andere Maßstab ist, wie wahrscheinlich ist, dass diese Information zutrifft. Insbesondere gibt es noch bestätigende Informationen. Und so, es scheint so zu sein, dass der Schabak entweder gar keine Informationen bekam oder diese Informationen falsch bewertet hat. Also gesagt, das sind nur Gerüchte, das können die niemals schaffen. Oder, und das ist auch eine naheliegende Information, die man, oder eine naheliegende Hypothese, der man nachgehen muss, ob der Schabak nicht, ich sage mal, einem Nachrichtendienstspiel, einer gezielten Desinformation erlegen ist, dass er vielleicht Quellen hatte, dass er diese Quellen auch zum Sprudeln bringen konnte, aber die Quellen haben dann vielleicht auch für den Iran gesprudelt und für die Hamas gesprudelt und den Schabak mit völlig falschen Informationen beliefert. Das sind alles Möglichkeiten, die aufgeklärt werden müssen, die Israelis und ich denke auch die Weltöffentlichkeit aufklären muss oder die Weltöffentlichkeit einen Anspruch darauf, weil es ja jetzt nicht nur ein lokaler Konflikt ist, sondern uns alle betrifft. Dazu kommt ja noch, dass das israelische Militär viele, viele Stunden überhaupt nicht auf den Angriff reagiert hat. Und da gab es jetzt so Gerüchte in den sozialen Medien, dass dem Militär verboten wurde, 7 Stunden lang auf den Angriff zu reagieren. Haben Sie da nähere Informationen zu? Nein, ich habe keine Informationen dazu. In der Tat ist es auch augenfällig, dass das Militär nicht spontan reagiert hat. Also eine Flugverlastung,
ich sage mal, von Tel Aviv in die Kriegsregion sollte innerhalb von einer Stunde möglich sein. Alarmbereitschaft des Militärs ist unglaublich hoch. Also ich glaube nicht, dass der Schlendrian, den man in manchen westlichen Armeen sieht, im israelischen Militär angekommen ist. So jedenfalls, wie ich die Kollegen da in Erinnerung habe. Ich kann es mir nicht erklären. Das müssen die Israelis erklären, wie das passieren konnte. Aber auf der anderen Seite, es gibt Theorien, dass dies hingenommen wurde oder dass dies bewusst gesteuert wurde. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die israelische Regierung sehenden Auges hinnimmt, dass über 1000 eigene Staatsangehörige sterben. Ich halte diese These für böswillig, eigentlich für absurd. Nun kommt hinzu, dass eine Bodenoffensive bevorstehen soll. Die sollte eigentlich schon angelaufen sein. Dann hat man gesagt oder man hat es in den Medien verlautbaren lassen, dass diese verschoben wurde wegen dem Wetter. Das ist so ein Punkt auch. Ich meine, ich bin kein Militärexperte, aber als normaler Bürger, wenn ich darüber nachdenke, dass irgendeine Militäraktion wegen Wetter verschoben wird, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also das Wetter spielt doch keine Rolle bei so etwas und vor allen Dingen bei der militärischen Technik, die heutzutage vorhanden ist. Naja, eigentlich im Gegenteil ist es richtig, das Wetter spielt schon eine Rolle. Denken Sie an die Ukraine, denken Sie da an diesen Krieg, wo man immer darauf achtet, wie sind die Wetterverhältnisse. Kann es sein, dass plötzlich ein Starkregen einsetzt oder dass kein Frost mehr da ist und nach dem Frost kommt dann eben der Matsch, der Sumpf, in dem dann vielleicht das Militär und die schweren Geräte stecken können. Das muss man natürlich bei der Aufstellung einer Taktik immer auch berücksichtigen. Sowohl für den eigenen Nutzen als auch für den Nutzen des Gegners, die Wetterverhältnisse. Ich weiß jetzt nun nicht, inwieweit die Wetterverhältnisse hier wirklich ausschlaggebend sein können. Und auf das, was Sie anspielen, spiele ich als ehemaliger oder im Ruhestand befindlicher Geheimdienstler natürlich auch immer an. Die Frage ist, ob hinter der offiziellen Geschichte eine zweite Geschichte stattfindet, die man nicht kennt und die man der Öffentlichkeit, vor der Öffentlichkeit verborgen halten will. Ich kann es nicht beurteilen. Ich versuche aus den wenigen Informationsstücken, die man bekommt, ein Bild mir zu machen. Aber im Moment, muss ich sagen, sind die Puzzleteile noch zu wenig, als dass ich sagen könnte, so ist es. Nun ist der Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen geschlossen worden. Das heißt, niemand kommt mehr aus dem Gazastreifen raus. Parallel können auch keine Lebensmittel und Hilfsgüter und Wasser in den Gazastreifen geliefert werden. Und dazu gab es einen bemerkenswerten Bericht in den Tagesthemen. Und schauen wir uns diesen Bericht doch einmal gemeinsam an. Warum macht Ägypten den Grenzübergang für palästinensische Flüchtlinge nicht auf? Was die ägyptische Regierung auf keinen Fall will, und das ist die Antwort auf deine Frage, ist, dass Massen von Menschen jetzt unkontrolliert nach Ägypten einreisen. Da geht es, so sagt es auch der ägyptische Präsident, um eine Frage der nationalen Sicherheit. Man will also verhindern, dass Zehntausende, möglicherweise ja irgendwann Hunderttausende Palästinenser längerfristig nach Ägypten einreisen. Da will man also sich deren Probleme, so muss man das interpretieren, auch vom Leib halten. Man will nicht, dass Terroristen ins Land kommen, dass eine Terrorgefahr in Ägypten steigt. Also da versuchen die ägyptischen Behörden jetzt in dieser unübersichtlichen Lage zu verhindern, dass da Tatsachen, dass da Fakten geschaffen werden, die es ja schwer zu kontrollieren gäbe in den nächsten Jahren. Unterm Strich muss man sagen, die Ägypter wollen, dass der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern dort gelöst wird und eben jetzt nicht in ein Drittland, also nach Ägypten, verlagert wird. Wie sehen Sie das im Hinblick darauf, ja, dass Ägypten sich wehrt, diese Flüchtlinge aufzunehmen und Deutschland jetzt seit 2015 Flüchtlinge aufnimmt? Und Sie hatten schon ja vor 6, 7 Jahren darauf hingewiesen, dass unter diesen Flüchtlingen auch solche terroristischen Kämpfer sein könnten oder sein würden. Wie bewerten Sie das heute? Also ich hatte es 2015 gesagt und wiederholt danach, dass unter den nach Deutschland gekommenen, aus der arabischen Welt stammenden Flüchtlingen auch Terroristen sind. Punkt. Ja, sind. Der Verfassungsschutz hat weit mehr als 20 Planungen aufgedeckt oder durchkreuzt von Islamisten, die in Deutschland Terroranschläge begehen wollten.
Ja, sie wollten sie begehen. Denken Sie nur an den geplanten Anschlag auf den Flughafen Tegel, wo der Verfassungsschutz damals den Attentäter identifizierte. Er ist in spektakulärer Weise dann den Ermittlungen, den polizeilichen Ermittlungsbehörden entglitten und hat sich dann in der Haft das Leben genommen. Also, es war so, dass Terroristen drunter waren. Und es ist auch so, dass zu uns natürlich auch Leute kommen, die Terrororganisationen angehören, sie unterstützen, als Kämpfer gekämpft hatten. Denken Sie an den IS und die vielen, vielen Tausenden von Kämpfern, die nicht mehr in Syrien sind, sondern irgendwo anders Unterschlupf gefunden haben. Das sind Leute mit Kampferfahrung, mit einer hohen ideologischen Motivation und einem Fanatismus. Und die sind nach Europa gekommen unter allen möglichen Tarnnamen, führen die hier ihr Leben und sind in radikalen Moscheen freitags, wo die sich dann gegenseitig auch weiter aufstacheln. Dass Ägypten diese Leute nicht möchte, ist natürlich nachvollziehbar. Ich könnte eigentlich jedem Regierungschef empfehlen, diese Leute nicht zu mögen und sie nicht aufzunehmen. Bei Ägypten, Jordanien und den Anrainerstaaten kommt noch ein zweites hinzu. Es ist natürlich ein nachvollziehbares Anliegen Israels, dass sie das Problem Gazastreifen so lösen möchten, dass es da keine Palästinenser mehr gibt, dass es also ein Gebiet ist, das zu Israel gehört und die Palästinenser leben dann in Ägypten, in Lagern oder im Libanon oder in Jordanien. Dass die Palästinenser das nicht wollen, ist nachvollziehbar, aber es ist auch nachvollziehbar, dass die Staaten wie Ägypten, Libanon und auch Jordanien weigern, dieses Problem so zu lösen, dass es da eigentlich eine Säuberung von Palästinensern gibt und diese Leute dann in anderen Staaten leben. Die Bundesregierung unterstützt die Palästinenser immer noch mit 340 Millionen Euro jährlich. Dann haben wir auf deutschen Straßen die Palästinenser-Demonstrationen gesehen, die sich gegen Israel richten. Die Bundesregierung ist da ja in einem enormen Dilemma, oder? Jetzt in dieser Situation mit dem Krieg. Was heißt in einem Dilemma? Die Bundesregierung, oder ich sage mal die politische Linke, unsere Neosozialisten arbeiten seit jeher vertarrend. Auf der einen Seite sind es für mich Israel-Hasser, die gegen den Staat Israel sind. Und auf der anderen Seite wird eine Symbolpolitik gemacht, wo man dann die Israel-Fahne raushängt, freundliche Bekenntnisse abgibt, aber wie Sie ja sagen, auf der anderen Seite die Hamas unterstützt, beziehungsweise die Gelder über humanitäre Kanäle letztendlich der Hamas auch zukommen lässt. Eine Politik, die dafür sorgt, dass die Hamas in Deutschland nicht verboten wurde. Die Hamas hätte schon längst verboten sein können, aber die politische Linke, auch in der Bundesregierung, will das. Wollte das einfach nicht, weil sie mit den Leuten auf Augenhöhe, wie sie damals mal meinten, reden zu wollen. Vor dem Hintergrund ist das eine scheinheilige Politik, die anti-israelisch ist. Und ich wundere mich einfach auch, dass israelische und jüdische Stellen das einfach so mit sich machen lassen. Auf der einen Seite wird der Antisemitismus in Deutschland geduldet. Ich spreche hier vom islamischen Antisemitismus und vom linken Antisemitismus. Und auf der anderen Seite nimmt man einfach diese scheinheiligen Erklärungen hin. Dieser Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, der geht ja nun schon über 70 Jahre. Also eigentlich gab es ja nie einen richtigen Frieden in der Region. Wie könnte denn da ein Lösungsansatz aussehen überhaupt? Gibt es da überhaupt eine Lösung? Zunächst einmal muss ich sagen, Israel ist ein verlässlicher Partner für Deutschland in der Region. Ich habe immer sehr gerne mit den Kollegen in Israel zusammengearbeitet. Und es ist trotz aller Probleme eine wirklich funktionierende Demokratie. Die Probleme, die es dort gibt, sehe ich durchaus, aber auch wir haben hier unsere Probleme. Und wenn man, ich sage mal, das geografische Umfeld sieht, muss man sagen, wir können froh sein, dass wir so eine Nachbarschaft nicht haben. Ja, Syrien möchte niemand als Nachbar haben. Libanon mit der Hisbollah möchte auch niemand als Nachbar haben. In Gazastreifen auch niemand. Ein instabiles Jordanien auch nicht. Also Israel ist in einer schwierigen geografischen Situation und es verdient auch
unsere Unterstützung. Aber das ist in erster Linie auch ein Problem, das Israel mit den Palästinensern lösen muss. Gewalt ist keine Lösung in diesem Zusammenhang. Und ich sehe nur, dass diese Gewalttaten, die jetzt stattgefunden haben und stattfinden, zu einer hohen Emotionalisierung der Menschen führen und dass der Graben für ein friedliches Nebeneinander oder besser noch Miteinander immer größer, wenn nicht sogar unmöglich wird. Das war mir auch aufgefallen bei diesen Tötungen im Zusammenhang mit den Hamas-Angriffen auf Israel. Das waren bestialische Morde. So etwas kannte man aus Bildern vom IS, aber aus dem Nahostkonflikt habe ich das bisher so nicht in Erinnerung, dass so brutal gegen Menschen vorgegangen wurde und hier gegen Israelis. Und ich habe da die Schlussfolgerung, dass diese Bilder vorsätzlich gemacht worden sind, vorsätzlich auch wahrscheinlich mit einer Absicht. Und zwar mit der Absicht, dass diese Bilder um die Welt gehen, die Menschen emotionalisieren, einen Ministerpräsidenten Netanyahu in eine Rechtfertigungssituation bringt, zu handeln. Und zwar in diesem Sinne altbiblisch, Auge um Auge. Und damit der ganze Konflikt auch eskaliert und kaum eine Chance hat, kalmiert zu werden. So sehe ich die Situation. Also derzeit, um Ihre Frage zu beantworten, sehe ich es als ausgesprochen schwer an, hier zu einer Lösung zu kommen, weil alles in die entgegengesetzte Richtung geht. Die Emotionalisierung und die Gewaltanwendung hat ein Maß erreicht, dass man sagen kann, heute ist nicht die Zeit, um über eine Lösung zu reden. Kommen wir mal jetzt auf das Außenministerium und Annalena Baerbock zu sprechen. Viele Länder haben direkt nach dem Angriff ihre Staatsangehörigen aus Israel mit Militärmaschinen ausgeflogen. Das hat bei Deutschland sehr lange gedauert. Erst nach meine 6 Tagen gab es Rückflüge von Israel nach Deutschland. Und was in meinen Augen die absolute Unverschämtheit war diesen Menschen, die plötzlich sich in einem Krieg wiedergefunden haben, auch noch 300 Euro für den Rückflug abzunehmen. Das war für mich tatsächlich völlig unverständlich. Wenn ich daran denke, wie man afghanische Ortskräfte aus Kabul nach Deutschland eingeflogen hat, und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendetwas dafür bezahlen mussten. Wie ist da Ihre Meinung? Also zu dem ersten Teil Ihrer Frage. Deutschland ist längst nicht mehr der Logistikweltmeister, dass man darauf zählen konnte, wenn es ein Problem gibt, Deutschland wird es lösen. Deutschland, das Land der Dichter, Denker und Ingenieure und derjenigen, die jedenfalls in hohem Maße Logistik können es nicht mehr. Das heißt, kleine Staaten machen uns vor, wie man Probleme löst. Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, sieht man ja in anderen Teilen Deutschlands ganz genauso. Denken Sie doch mal an das Ahrhochwasser im Ahrtal, wo Deutschland gezeigt hat, also selbst Länder der Zweiten Welt können es besser. Und die Menschen waren wirklich auf Selbsthilfe angewiesen, weil hier die Logistik einfach nicht funktioniert. Und so nehme ich es einfach auch jetzt mit dem Ausfliegen von deutschen Staatsangehörigen wahr. Und der zweite Teil Ihrer Frage, da zeigt sich die deutsche Krämerseele im Finanzministerium und in den Ministerien. In der Tat, es gibt eine Regelung, wonach bei der konsularischen Unterstützung durch das Auswärtige Amt die Betroffenen und die Begünstigten zahlen müssen. Ich glaube, die Regelung ist mal im Zusammenhang mit Entführungen eingeführt worden, dass Leute, die sich in die Hände von irgendwelchen Entführern begeben haben im Ausland leichtfertig, dass die nachher ihren Rückflug auch bezahlen mussten. Das ist in manchen Fällen, denke ich mir, auch angemessen, dass das zu leisten ist. Auch angemessen, wenn jemand im Ausland in Not gerät und das Auswärtige Amt gibt ihm ein Darlehen, dass er es nachher auch zurückzahlen muss. Das ist angemessen. Aber das ist eine Regelung, nach meiner Erinnerung, die eine Ermessensregelung ist. Und ich halte es nicht für angemessen, hier so zu entscheiden, dass diese Leute hier in die Tasche greifen müssen, um ihren Flug nach Deutschland zu bezahlen.
Schließlich ist das hier ein militärischer Konflikt, in dem diese Leute schuldlos hineingeraten sind. Wenn sie es vorher gewusst hätten, wären sie wahrscheinlich der Situation ferngeblieben. Vor dem Hintergrund kann ich nicht nachvollziehen, dass Deutschland hier wieder mal seine Krämerseele zeigt. Ich sehe das Ganze aber auch im Zusammenhang damit, dass dieses Jahr allein 400.000 Migranten nach Deutschland kommen, die hier eine Vollversorgung genießen und dann in so einer Situation von deutschen Staatsbürgern, die Steuern zahlen oder auch von Kindern 300 Euro zu verlangen. Ich denke, das ist ja wirklich ein Schlag ins Gesicht für jeden deutschen Bürger. Da sprechen Sie aber ein grundsätzliches Problem an. Das ist ein Schlag in jedes Gesicht eines Rentners, der mit 920 Euro Rente auskommen muss. Ich habe das so manches Mal in meinem Wahlkampf in Südthüringen von Rentnern gehört, die ich auf dem Marktplatz getroffen habe. Ja, es ist ein Schlag ins Gesicht, dass diese Leute ein Leben lang eingezahlt haben, bekommen zum Schluss so wenig raus, während Migranten, die nach Deutschland kommen, sich auf eine Vollversorgung freuen können. Eine Vollversorgung aus rein politischer Motivation. Wir sind nicht verpflichtet, diese Leute nach Deutschland zu holen. Diese Leute haben in Deutschland nichts zu suchen. Es sind keine humanitären Fälle, weil diese Leute woanders eigentlich einen Asylanspruch hätten geltend machen können. Aber diese neosozialistische Bundesregierung will diese Leute holen. Und ich bin der festen Überzeugung, sie will sie nicht holen, weil sie ein großes Herz für Ausländer haben, sondern sie will sie nach Deutschland holen, weil sie hier ein ganz anderes Land haben wollen. Und das muss ich sagen, ist nicht nur verfassungswidrig, sondern verfassungsfeindlich. Und das muss den Menschen hier langsam mal klar werden. Hier geht es nicht darum, dass hier Flüchtlinge, die politisch verfolgt werden, nach Deutschland kommen und eine Vollversorgung bekommen, während die Einheimischen benachteiligt werden. Nein, es geht hier um ein großes Spiel. Die Neosozialisten wollen offensichtlich hier einen völlig anderen Staat mit der anderen Bevölkerung. Und dafür arbeiten sie jeden Tag. Und wenn sie mal bei den Wahlen abgestraft werden, dann werden dann Rechtsattrappen vorgezeigt, Punkteprogramme, mit denen man das Problem lösen will, aber nicht wirklich lösen kann, weil es offenkundig ist, dass diese Regelungen eigentlich gar untauglich sind, ungeeignet sind, um die Probleme zu lösen. Ja, das spiegelt sich ja auch wieder in den neuesten Umfragen. Die Sonntagsfrage Forsa hat jetzt ergeben, für die SPD nur noch 14%, für die Grünen immer noch 14%, FDP auf 4%, die AfD auf 21% und die Union auf 32%. Also was mich da immer wieder verblüfft ist, dass die Grünen ihre 14% scheinbar halten. Die, meiner Ansicht nach müssen die doch schon längst auf unter 5% sein, nach der Politik, die die machen. Ich teile Ihre Auffassung. Es ist für mich auch kaum verständlich bei der verheerenden Politik, die diese Leute hier betreiben, dass sie immer noch so stark sind. Man darf aber zwei Sachen nicht verkennen. Auf der einen Seite haben sie mittlerweile eine sehr fanatische Basis, die in den letzten Jahren angewachsen ist und auch von dem ganzen System profitiert, die finanziell davon profitieren, die aufgrund ihrer Jobs davon profitieren. Dazu kommt eine Jugend, die im Grunde genommen mit grünen Woker Gehirnwäsche in Kindergärten, Schulen, sozialem Umfeld und Universitäten groß wird. Und der zweite Punkt ist, die Medien sind immer noch stramm grün. Sind immer noch stramm grün. Da habe ich immer in Erinnerung, was eine Meinungsumfrage bei ARD-Volontären erbracht hat. Über 90% sind grün, sind SED links, SPD. Ja, und die restlichen 8% verteilten sich dann auf CDU, CSU und FDP. Und ich wette, null Journalisten sind AfD. Das ist die Realität und die führt dazu, dass eben grüne Agitation und Propaganda gerade in den Staatsmedien betrieben wird. Und die wirkt immerhin noch bei Leuten, die wahrscheinlich rein infantilen Herzens der Tagesschau glauben. Nun gibt es auch Gerüchte, dass Olaf Scholz die Koalition beenden möchte mit Grünen und FDP und stattdessen eine Koalition mit der CDU eingehen möchte. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Also ich habe da keine Insider-Informationen. Ich halte es für denkbar, dass darüber diskutiert wird. Allerdings sprechen einige Gründe dagegen. Der eine Grund ist, die CDU hat dann eigentlich den Anspruch darauf, die Nummer eins zu stellen. Sie ist größer und nach Meinungsumfragen stärker. Dass Olaf Scholz freiwillig ins zweite Glied tritt, kann ich mir kaum vorstellen, zumal die SPD, wenn sie jetzt eine Regierungsumbildung machen wollte oder einen Koalitionsbruch machen wollte, die SPD ja damit hofft, eine bessere Chance zu haben bei der nächsten Bundestagswahl. Und wenn die SPD die Nummer zwei stellen würde, würde ich eher annehmen, schneidet sich ins eigene Fleisch. Der zweite Punkt ist, dass dies natürlich auch möglicherweise schon zu früheren Neuwahlen führen könnte, weil die CDU vielleicht ein Interesse hat bei diesen Zustimmungswerten. Die AfD dürfte auch ein Interesse haben bei diesen Zustimmungswerten. Und für frühere Neuwahlen, vielleicht im Zusammenhang mit der Europaparlamentswahl oder danach, dürften weniger im Interesse der SPD und schon gar nicht dann der Grünen und der FDP sein. Ja, das Schlimme daran wäre, dass sich wahrscheinlich mit einer CDU in der Regierung auch nichts ändern würde. Oder sehen Sie das anders? Es wäre schön, wenn sich einiges daran ändern würde. Dafür kämpfte ja immer bislang die Werteunion, dass die CDU wieder zu den Werten zurückkehrt, für die sie in der Vergangenheit stand. Und leider muss ich sagen, ist Friedrich Merz insoweit eine Enttäuschung. Er hat nicht das geliefert, was bestellt worden war, sondern wir haben im Grunde genommen die Fortsetzung der Merkel-Politik bekommen, jetzt nur als Oppositionsführer. Und eine Opposition, wo ich den Eindruck habe, das ist keine Opposition gegen diesen Neosozialismus, sondern eine Opposition im Sozialismus. Oder wie Franz Josef Strauß einmal sagte und womit er vollkommen recht hatte, wir brauchen keine Union, die eine Variante ist zu den Sozialisten, sondern wir brauchen eine Union, die eine Alternative ist zu den Sozialisten. Und diese Rolle als Alternative hat die CDU aus meiner Sicht noch nicht gefunden, weil sie Ja sagt, bei allem eigentlich Ja sagt und selbst noch Ja sagt, wenn es um Frau Faeser geht, dieser Innenministerin, die so viele fatale Fehlentscheidungen getroffen hat, gerade in der Migrationspolitik, wo die CDU sich weigert, diese Frau, bei dieser Frau eine Entlassung zu fordern. Das ist eigentlich unerträglich. Vor dem Hintergrund erwarte ich eigentlich relativ wenig unter einer Regierungsbeteiligung von Friedrich Merz und seinem Bundesvorstand. Ich habe den Eindruck, dieser Bundesvorstand ist noch nicht in der Opposition angekommen, und zwar in der Opposition gegen diesen Sozialismus. Herr Dr. Maaßen, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre klaren Worte, wie immer, und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Sehr gerne, Herr Reinhardt. Liebe Zuschauer, ich danke auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zusehen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke. Ja, und werden Sie Mitglied der Werteunion. Die Links dazu finden Sie in der Videobeschreibung und auch in der Kommentarleiste. Ich danke Ihnen ganz herzlich und bis bald.